Charisma. Schau dir einmal Henry Cavill an. Auf der anderen Seite ein Dave Grohl von den Foo Fighters. Zwei Menschen, die unterschiedlicher nicht sein können. Und dennoch haben beide ihr ganz eigenes Charisma. Keanu Reeves, der introvertiert ist. Conor McGregor, der offensichtlich nicht introvertiert ist. Das Geheimnis von Charisma nennen wir Synchronität. Was ist Synchronität? Es ist, wenn deine Gedanken, deine Worte und deine Taten miteinander harmonisieren. Sie sind synchron. Wir wissen genau, dass das, was Keanu Reeves so attraktiv macht, ist eben, weil er zu seiner Schüchternheit steht. Er macht daraus keinen Hehl. Er nimmt sich Zeit und macht nicht einen auf dicke Hose. Er weiß das. Gedanken, Worte, Taten. Sie müssen alle drei synchron sein. Keanu Reeves erlaubt es sich, dass das, was er denkt, auch sagen darf. Er erlaubt es sich, dass er so sein darf, wie er sich wirklich fühlt. Er erlaubt es sich, er selbst zu sein. Schau dir einmal an, wie lange er sich hier Zeit nimmt, auf eine Interviewfrage zu antworten. Responsibility of action and in your choice. Er braucht niemanden von sich zu überzeugen. Und mit den Tipps, die du jetzt bekommst, haben es diese Männer ebenfalls geschafft, echtes, langanhaltendes Selbstvertrauen zu gewinnen. Mein Name ist Andy Friday und ich helfe Männern mit Herz seit über 10 Jahren, Frauen zu entdecken, zu erobern und entlang der Reise die richtige zu finden. Die wichtige Frage bleibt also, bist du synchron? Oder bist du asynchron? Wenn du mit einer Frau redest, die du echt anziehend findest, wo springen dann die Gedanken denn so hin? Stell dir vor, du stehst vor ihr, ihr unterhaltet euch und aus deinem Mund kommen vielleicht sowas wie die Worte: Ja, ich bin eher der Typ, der so auf die Natur steht. Ich gehe gerne in die Natur. Innerlich denkst du dir, was soll ich bloß als nächstes sagen, damit es interessant bleibt und ich sie nicht verliere. Und deine Taten sind erst recht nicht synchron, denn du verhältst dich überhaupt nicht locker. Das heißt, deine Gedanken, deine Worte und deine Taten sind komplett all over the place. Es ist Chaos. Das ist nicht anziehend. Steh zu deinen Gedanken. Sag ihr, ich weiß gerade echt nicht, was ich als nächstes sagen soll. Außer, dass du verdammt umwerfend aussiehst. Ein Mann, der zu sich selber steht, und zu seinen Bedürfnissen, auf denen stehen auch Frauen. Und glaub mir, ich hatte selber damit massive Probleme. Ich stehe vielleicht jetzt hier als geübter Mann, seit mittlerweile mehr als 10 Jahren, dass ich das anderen Männern beibringe, aber ich hatte damit so viele Probleme. Schau dir alleine mal diese drei Videos an, wo ich versucht habe, mit Fremden zu sprechen. Das musste ich erst mal lernen. Jetzt, mein Lieber, jetzt bekommst du ein paar Beispiele. Denn ich möchte, dass du bei der nächsten Frau, auf die du stehst, die du charmant, süß, intelligent, smart, adrett, kultiviert oder einfach nur toll findest, dass du dann vor ihr ganz genau weißt, wie du dich zu verhalten hast. Werde synchron. Das ist verdammt wichtig. Wenn sie etwas sagt, das gegen deine Werte geht, oder nicht mal das, sie zeigt ein Interesse für Pferde und du stehst eher auf Motorräder, nehmen wir mal an, dann sag auf keinen Fall, ah ja, Pferde, das ist bestimmt auch ganz spannend. Ja, auf dem Stall und so, ja, hast du selber einen Stall? Das machst du nur, um sie nicht zu verlieren, um höflich zu sein, um dich für sie zu interessieren. Aber du tust dich nicht für dieses Thema wirklich interessieren. Und das ist asynchron. Deine Höflichkeit in allen Ehren, du willst ein guter Mann sein, das finde ich klasse, das finden auch Frauen klasse. Aber du musst dabei synchron sein. Denn innerlich hast du gedacht, okay, Pferde sind jetzt nicht so mein Ding, aber was sage ich jetzt? Deine Gedanken sind nicht deine Worte. Asynchron. Stattdessen schau sie an. Sag gar nichts. Lächle und frag, warst du schon mal Motorrad fahren? Es gibt fast nichts, was ich jemals kennengelernt habe, was mir so ein Gefühl von Freiheit gibt. Das ist absolut unglaublich. Musst du mal probieren. Du darfst ihr widersprechen. Du darfst deine eigene Meinung haben und sie teilen. Du darfst deine eigenen Geschichten haben und sie ebenfalls teilen. Ihr seid auf Augenhöhe. Ihr teilt gerade miteinander Dinge von euch aus. Und dann könntest du das Ganze, wenn du clever bist, noch einen Schritt weitermachen und sagen, nächstes Mal, wenn ich Motorrad fahre, nehme ich dich mit. Oder du nimmst mich auf einem deiner Reitausflüge mit. Verstehst du, es ist wichtig, dass du sowohl auf der einen Seite Interesse zeigen kannst, als auch auf der anderen Seite Grenzen aufstellen darfst und es machst. Das bedeutet es, charismatisch zu sein. Worte, Taten und Gedanken auf einer Linie. Auch ich musste es lernen, sonst hätte ich meine tolle Partnerin und alle die wunderschönen Erfahrungen mit Frauen, die ich haben durfte, niemals gehabt. Wenn ich dir zeigen soll, wie das geht, klick hier hin oder auf den Link in der Beschreibung.